Und damit willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. Ah, Philippe der Avis ist nun endlich an der Macht. Sehr schön, wir haben keinen Regentschaftsrat mehr. Ihr riskiert Personalunion, Juniorpartner in einer Personalunion zu werden. Wenn Philippe der Avis stirbt, passiert Folgendes. Erbschaftsfolgekrieg zwischen Kasino und Österreich. Der Kerl ist erst 15. Hallo. Der muss doch erstmal Kinder zeugen. Pfui Deibel. Ich habe das Ding noch nie bekommen. Jetzt kriege ich wieder Schiss. Ne? Jetzt stelle ich mich an wie der letzte Mensch auf Erden. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Das Tolle ist, wir können ja dann gar nichts machen. Oh Gott. Entweder sind wir dann mit Kastilien gegen Österreich im Krieg oder mit Österreich gegen Kastilien. Also mit Kastilien gegen Österreich wäre besser. Was natürlich bedeuten würde, dass Kastilien Schirmherr über uns werden würde und wir danach überhaupt nichts mehr machen könnten. Ja. Okay. Österreich, Frankreich, Österreich könnte gar nichts machen. Die könnten hier unten gar nicht mal anlanden. Wobei, so wie das hier aussieht im Heiligen Römischen Reich. Kleves, Mainz, Utrecht und Friesland. Ich glaube, die holen sich alles. Ach, guck mal an. Leinster hat sich das Ganze zurückgeholt. Da kommt so langsam aber sicher Irland wieder. Und Ciarán ist auch wieder da. Oder war schon die ganze Zeit da. Sagen wir es mal so. Ja, das sieht ja... Das sieht ja interessant aus. Und guck sich das mal einer an. Die Rebellen haben zurückgeschlagen. Und Norwegen hat sich von Skandinavien abgeschlossen. Und England hat Ciarán den Krieg erklärt. Na, so weit aber auch hier. Diplomatie. Krieg erklären. Ja. Okay. Juckt mich nicht wirklich, ob die da soweit sind. Und eine ganz andere Frage würde mich mal interessieren. Achso, ja, stimmt, die haben ja keine andere Wahl. Die haben ja keine andere Wahl, als da mitzumachen. Frankreich? Oh. Frankreich ist das einzigste Land, das uns jetzt hier noch ein bisschen in die Quere kommen könnte, ne? Genau, das da brauchen wir noch. Macht hin. Schiffsbedarf wird hergestellt. Interessant. Die haben keinen Anführer, aber ich sag mal, das kann uns egal sein. Dann sind das 1, 2, 3, 4, okay, das sollte, 1, 2, 3, 4, das sollte gerade und gerade so langen. Die haben auch keine Bündnis. Keine Bündnispartner, Mann. Frosch im Hals gerade mal. Welche Technologie können wir denn schon wieder investieren? Die Administrative machen wir. Ach, guck mal an. Nee. Das bleibt dann nicht ewig. Da noch haben wir keinen. Der andere scheint gestorben zu sein. Ich habe es nicht mitbekommen. Nehmen wir den, der ist jünger. Oh nein. Oh, super. Die hätten wir ebenfalls.
endlich zu unserem Glauben bekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ansonsten... Stimmt, da war ja diese Sache mit Marokko, dass die erstmal verpieseln sich müssen. Ach, Rio de Oro haben wir selber gegründet. Und Santani ist endlich selbsterhaltend geworden. Ab nach Palmico. Senden. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn die Einnahmen so bleiben würden, ja, würde ich es tatsächlich riskieren, hier hinzugehen. Ja, okay. Wie sieht es hier unten aus? Es wird wahrscheinlich noch Jahrhunderte lang dauern. Uah, das wird echt noch Jahrhunderte dauern. So, da oben ist der Krieg dann auch schon vorbei. Eine volle Annektierung. Und? Einige Menschen sind so devot in ihrem Glauben, dass sie sich aufmachen, den Armen zu helfen und Kranken zu heilen. Sie werden für ihre Handlungen oft Heilige genannt und manchmal werden ihnen Wunder zugeschrieben. Das hatten wir schon einmal. Hä? Ich weiß jetzt nicht, was da gerade schiefgelaufen ist. Forderungen senden. Hol an. Das war sehr, 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 sehr komisch. Okay, wir brauchen doch noch eine. Es waren doch fünf in der Tat. Okay, oh nein. Ja, dann würde ich sagen, helfen wir denen, aber da bin ich jetzt eigentlich nicht in der Laune dazu, weil die haben da unten 15.000 Männer. Ja, ja, ist schon klar. So, dann machen wir das eben noch katholisch. Dann investieren wir hier halt mal die 20 Punkte. Ist okay, weil Überdehnung ist gar nicht so toll. Darlehen tilgen können wir eh nicht. Bräuchten wir 126 Kredits. Du machst es spannend, oder? Ein Jahr schon, also 16 Jahre alt und noch immer keine Kinder gezeugt. Also in deinem Alter habe ich da noch nicht mal dran gedacht, ne? Mhm. Ja, ja, so ist das. Also hör bloß nicht auf mich. Das wäre jetzt eher schlecht. Ja gut, dann ist natürlich die Frage, die, ob wir da oben vielleicht dann nicht zwangsweise mal eine Kolonie gründen. Wer ist denn da oben eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich bräuchte einen Entdecker dafür, aber dazu bin ich zu faul. Ach ja, genau, hier bei den Revolutionisten. Hier kann man ja zum Beispiel dann gucken, was für Forderungen haben sie denn. Sie werden nicht mit uns verhandeln, bis Folgendes zutrifft. Jede Provinz im Besitz wird kontrolliert von Sunni-Fanatiker und einer der Folgen muss zutreffen. Die Religionsgruppe Muslim, die vorherrschaffende Religion in Portugal, ist Sunni. Also erst wenn wir diese Religion hätten, würden die Rebellen dann aufhören, irgendwelche Faxen zu machen. Aber das wollen wir ja nicht. Oh nein, okay. Hier drüben. Ja, Macht können wir relativ wenig. Ja, Kastilien ist hier unten dabei, das Ganze weiter auszubreiten. Ja, die werden sie bekommen. Ah, okay. Ja. Wir haben da drüben mal wieder Religion gemacht. Da macht England 2. Das gefällt mir nicht so sehr. Und wollte ich nicht eigentlich mal erkunden? Ich war mir sicher, es zu tun zu wollen. Aber das Schöne ist, England
wird hier genau dieselben Probleme haben wie wir. Mit dem einzigen Unterschied, wir können hier jetzt unser Schiff wieder reparieren. Was durchaus natürlich eine angenehme Angelegenheit ist. Ich glaube, ich brauche hier das Gebiet auch oder das da. Und wisst ihr, was wir mal machen? Wir werden diese Mission mal abbrechen. Das war aber früher auch mal länger. Das ist nur ein Jahr mittlerweile. Ja, super. Spanien. Ja gut, Spanien ist noch nicht gegründet. Ah, Gott sei Dank. Puh, Wahnsinn. Also, jetzt habe ich aber echt mir ins Unterhemd fast doch gemacht. Was für eine Pfeife. Und machten das dann natürlich wieder. Was? Ach, das war automatisch aktiv. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Lokales Kolonialwachstum. Jetzt muss ich tatsächlich 10 Jahre, 25 Jahre warten, bis ich das wieder machen kann. Oh, blöd. Das ist ja blöd. Naja, gut, okay. Dann gibt mir das Schiff. Und dann werden wir hier mal ein bisschen erkunden fahren. Ja, Frankreich kann mich halt nicht leiden. Aggressive Expansion ist halt auch nicht nett. Nicht wirklich. Das war schon richtig. Das sind wir wirklich viele Jahre voraus. Darlehen zahlen wir natürlich zurück, ist doch ganz klar. Oh, was sagt denn eigentlich genau? Sind wir noch zu günstig? Ja, doch, geht. Ich habe nur da oben geguckt und nicht danach. So. Achso, ja, das ist natürlich ein Transportschiff, ganz klar. 9%. Ich würde sagen, danach schicken wir es gleich wieder nach Hause. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben zugegeben, aber ja, mein Gott. Das sind gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Für mich wäre es auch, wenn der da hier mal bald fertig werden würde. Frankreich ist im Krieg mit Böhmen, Mailand, Neapel und Siena. Da will ich dann auch gleich vorbeischauen. Eingeborenen Assimilierung in Palmiaco. Palmico. Da unten. Das wäre natürlich schön, wenn das hier jetzt dann auch mal der Fall wäre, ne? Ja, danach werden wir halt da einen Diplomaten hierfür opfern. Und dann gucken wir mal. Sehr gut. Ich wollte nämlich sagen, jetzt wieder da unten oder was? Da oben wäre es mir lieber. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir haben die gesamte Chesapeake-Bucht. Also... ein Händler hat Schiffsbruch, als er mit einem Handelspost an der Küste handeln wollte und all seine Handelsgüter endeten mit ihm im nassen Grab. Ach, komm schon, teure Angelegenheit. Ach. Portugiesisch-englische Beziehungen. 10 Prestige. Italienische Ambitionen. Jede Provinz im Besitz. Alle. So, Allee ist in der
Region, italienische Region. Was? Italienische. Ich weiß schon, italienische, ne? Italienische, loyal dem deutschen Ort. Problem ist... Der... Ali. Ja, alle oder Ali? Also, das ist jetzt hier so gerade die Frage, was mich da... Alle. Jede Provinz ist im Besitz. Alle ist in der Region. Italienische Region. Italien ist reich und reif, eingenommen zu werden. Also ich würde es ja verstehen, wenn Italien, ja... Wenn Italien wäre und nicht Aragon, Frankreich, Neapel, der Vatikan, Siena, Toskana, Modena, Mailand und Venedig und so wäre. Ja, aber, ach Gott, ab und an ist das Spiel komisch. Haha, komisch mäßig. So. Hätten wir das geschafft. Jetzt... bin ich blöde, weil vorhin habe ich noch gejammert, ne? So von wegen, ja, wenn wir das haben, könnten wir ja mal die administrative Ding machen. So. Das Ganze kostet uns, wenn wir die administrative Monarchie wählen, 100 administrative Macht. Und es kostet uns 50% von der Legitimität. Wird hier eigentlich, glaube ich, auch gar nicht groß gesagt, ne, oder? Haben sie das geändert? Cool. Haben sie wohl geändert. Also früher war das mal, dass das 50% der Legitimität gekostet hat, diesen Wechsel. Weil halt eben, ja, die Monarchieart und Weise hat sich geändert, also musste man die Legitimität erst wieder aufbauen. Cool. Produktionseffizienz und mehr Steuern und wir machen 12,19 Dukaten plus Schiffe bauen. Wir bauen Schiffe und Armee. Na gut, so viele Schiffe dürfen wir uns nicht leisten. Oder können wir gar nicht machen. 3. 4. Und 5. Und sonst, da müssen wir halt warten, ne? Darlehen wird bald fällig, ja, ja, schon klar. Dann will ich die Inflation auch noch senken. Dann müssen wir mal schauen. Also, so eine Übersicht wäre nicht schlecht. 63%, also da können wir eigentlich schon mal ausschließen. Da haben wir Schiffe am Laufen. Ah, blöd. Da drüben sehe ich es noch gar nicht. So, wo hat denn England eigentlich alles seine Händler da am Start? Mhm. Ja, wir brauchen hier auf alle Fälle dann das Handelshaus noch. Definitiv, das will ich ja noch machen. Also von daher. Nee, Soldaten wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich genau das Schiff. Eine Aggressivität wird verloren. Das ist sehr gut. Wie sieht es denn eigentlich unten aus? Das sind wir ja auch fast fertig. Auch da... Sehr schön. Eine Aggressivität verloren. Das ist super immer eigentlich. So viel zu dem Thema. Ne? Dann können wir auch mal gucken, wo wir die 10.000 Mann machen. Naja, 11.000.
super. Die Insel sieht er ja gar nicht. Gehören die jetzt eigentlich schon zu meinem Handelshaus? Gegen Aragon, Ungarn, Neapel und Vatikan. Ja, nehmen wir an. Wo ist denn hier oben mein Achso, das war die Handelskarte. Das war auch natürlich noch das Falsche. Weil die Schiffe sind sonst wieder platt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die vielleicht... Da haben wir 6 Schiffe. Hier drüben 7 Schiffe. Hier oben 2. Ich glaube, in der nächsten Aufnahmesession widmen wir uns gerade mal den ganzen Handelspunkten. Das dürfte mal kein großer Fehler sein. So, das da unten wollte ich schauen. Nein. Ich glaube, das habe ich ja schon mal überprüft, ne? Gut, okay, jetzt werden wir hier noch ein klein wenig erkunden gehen. So ein bisschen zumindest noch. Ja, so zurück. Traue ich nicht so ganz. Nicht wirklich. Haben wir das entdeckt? Ach, komm schon. Blödes Schiff! Schutz vor England. Moment, halt, nein, was lache ich denn da? Natürlich, Flotte, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kommt da jetzt, der Flotte oder so, ne? Das ist natürlich möglich. 34.000 Mann, das ist machbar. Okay, die Schiffe sammeln sich mal alle dort. Ja, wir müssen dann auf alle Fälle mal gucken, dass wir die Flotte insofern zusammenbekommen. Also wir dürfen 10.000, 11.000 Mann machen. Von daher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Toll. 2, 3 wollte ich gerade sagen. Und Reiter, Kanone. 2 Kanonen. Okay. Gott, aber das da. Ich glaub's nicht. Ich glaub es echt nicht. Wir haben die gesamte Chesapeake-Bucht. Wir haben, also, hier hinten. Um dorthin zu kommen. Ja. Bräuchte man 743 Kolonialreichweite. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon... Achso, wir könnten hier durch, ne? Ich glaub's aber nicht, dass das jemand schafft. Macht. Nicht wirklich. Wir haben die gesamte Chesapeake-Bucht. Das ist geil, das ist so geil, das freut mich so sehr, das kann man sich kaum vorstellen. Und wir haben tatsächlich die Mission abgeschlossen, Schutz vor England. Genial. Genial. Dann bitte hier nochmal einen Reiter. Die wollen, oder sind in einer Koalition gegen mich, interessante Angelegenheit. Mal zusammenschließen da drüben. Welche Nation? Dings machen wir jetzt. Konstruiert einer richtigen Flotte. 20. Ja, das kannst du knicken. Okay. So, bitte
mal zusammen. Im eigentlichen Sinne haben wir ja gar nicht mal so wenig Soldaten. Also wenn wir wollten, könnten wir echt gut was reißen. Wir lassen die mal da, mal schauen, dass wir hier unten dann doch vielleicht mal langsam, aber sicher etwas aggressiver vorgehen. Die Infanterie kommt. Toll, super, kommt jetzt natürlich diese blöde Sache da. Mann, 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 Mann. Gut. Aber es sieht schon mal im Wettstreit gegen die anderen Nationen doch sehr... Oh, oh. Gut aus. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so sehr, vor allem weil es eine fertige Kolonie ist. Also wir sollten dann wirklich schauen, dass wir hier drüben... Also ich wollte gerade sagen, das gibt's doch gar nicht, hä? Bin doch da nicht über Europa, hä? Das müsste ich doch sehen. Ich bin ja ein Idiot, oder? Hier so ein bisschen näher ran scrollen, na, dann sehen wir ja, wo wir einigermaßen stehen. Im eigentlichen Sinne zu weit. Ich müsste ungefähr hier... Nee. Ich müsste hier ungefähr hier so, ne? Hier ist dann so Alaska. Sollte dann da so runtergehen. Naja, gut. Wir werden das sehen, Hoffentlich. Auf jeden Fall... Ausgangsposition für hier drüben ist eigentlich sehr gut. Das sieht mir irgendwie sehr rot aus. Sieht nur so aus. Okay, dann vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehr bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, baba.